Mohamed, am Sonntag noch geboxt auf Kilyani, starken Kampf geliefert, technisch einer der besten Kämpfe auf Kilyani am Sonntag gegen den Gegner, der dir dann doch nicht gewachsen war, aber trotzdem habt ihr einen guten Boxkampf gezeigt. Tage später? Also ich muss mich jetzt mal bei Gegner bedanken und an die ganzen Leute, die da waren für die Veranstaltung. Und ja, also mir geht es soweit super gut. Ich fühle mich immer nach dem Kampf gut. Ich war gleich am nächsten Tag im Training. Und ja, Training geht es immer weiter. Also und schauen wir mal, was kommt noch. Nimm alles zu dann. Ja, du übernimmst auch Aufgaben hier im Training, ne? Gibst Anleitungen, greifst dem Edgar so ein bisschen zur Seite, an die Seite und man merkt, dass du einfach ein Könner bist, technisch und auch körperlich topfit bist, wenn man das so sieht. Macht dir das Spaß dann mit den anderen, den jungen Leuten, heute waren einige zum ersten oder ganz neue noch da, die dann anzuleiten? Eigentlich schon, ja. Also manche, die jetzt hier kommen, sage ich mal, dass ich für denen vorbildlich bin, also sage ich mal jetzt. Und wenn ich denen auch was sage, dann akzeptieren die das auch alles und nehmen das sehr von Herzen. Und ich helfe auch gerne, also egal jetzt die Anfänger oder die Neuen, na, egal wer zu mir zukommt oder auch nicht, wenn ich dann denen sage, dann machen die das schon. Du lebst in Bad Kissingen, hast hier deine Ausbildung gemacht, kommst ursprünglich aus Afghanistan. Bist jetzt seit knapp 8 Jahren in Deutschland, hast dich hier so richtig gut eingelebt, arbeitest hier als voll ausgebildeter Altenpfleger. Fühlst du dich wohl? Also Kissingen ist zweite Heimat, das T-Shirt ist auch, habe ich an. Also Bad Kissingen bedeutet mir viel, nicht nur, also, dass ich hier jetzt wohne und arbeite, das hat mir alles zweite Leben gegeben. Und ja, habe ich dann hier Ausbildung gemacht und fast Kissingen, ein paar Leute sind für mich fast wie Familie, besonders mein Trainer also. Ja. Und die Jungs hier, auch draußen, alle, also allgemein Kissingen bin ich zufrieden und fühle mich immer wohl wieder heim. Du bist so richtig angekommen hier. Ja. Ja, das freut mich für dich, weil ich finde, du bist, neben dass du wirklich ein toller Boxer bist, ein technisch großartiger Boxer bist, nicht umsonst bist du deutscher Meister. Ich nehme an, du willst deinen Titel verteidigen in diesem Jahr. Und ja, du bist einfach ein sehr warmherziger Mensch, sehr offen, einfach sympathisch. Deswegen freue ich mich immer wieder, dir zu begegnen und dich zu sehen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ich hoffe auch, danke dir, dass du gute Filme jetzt mal machst immer und danke, für, dass du da warst und gern. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, davon gehe ich aus. Sonst kommen wir nochmal zum Training. Sehr gut. Dann sehen wir uns dann sicher nochmal. Bis dann. Ich danke dir, Mohamed. Danke auch. Und grüß mal deine Familie aus Deutschland. Also, Salam Aleikum. Die können auch, sage ich auf Afghanisch. Gut. Meine ganze Familie, also ich fühle mich hier gut, alles gut, also. Und sie dürfen stolz sein auf dich. Auf jeden Fall. Danke dir. Danke auch.
Ja, Caro, ich habe dich heute beim Training beobachten dürfen. Mhm. Tolle Ansätze, die du hast. Vielen Dank. Wir werden sicher noch von dir hören, wenn du beim Boxen dranbleibst. Ich hoffe doch. Weiter fleißig trainierst. Mhm. Was sind denn so deine Aussichten und Pläne für die nächste Zeit beim Boxen? Also meine Pläne ist auf jeden Fall öfters an Wettkämpfen wieder teilzunehmen, vor allem jetzt im Herbst, im Winter und ja. Im November auch bei unserer Boxnacht. Und dann mal gucken, wie es noch so weiterläuft. Du bist seit Oktober dabei, genau, hast du gesagt, vorhin? Ende, ja. Mitte Oktober, genau. Was bringt eine Frau wie dich zum Boxen? Also eine Freundin hatte mich damals mitgenommen, aber sie hatte dann keine Zeit mehr. Aber mir hat es halt so viel Spaß gemacht, dass ich dann weiter dabei geblieben bin. Und jetzt bin ich immer noch hier. Das macht dir Freude, ne? Ja, es macht schon sehr viel Spaß. Das ist zwar auch anstrengend, aber ja, das mag ich so gern daran. Du hast eine Menge Power, hast auch einen guten Punch. Vielen Dank. Also du hast keine Angst, nichts, schreckst von nichts zurück, gehst nach vorn und hast einen guten Schlag. Vielen Dank. Technikansätze sind sehr gut, das ist vielversprechend. Nur die Beinarbeit, da darfst du noch viel arbeiten. Das dauert noch ein bisschen. Ja, aber dann, ich bin mir sicher, wir werden noch von dir hören. Ich hoffe doch. Dann toi toi toi. Vielen Dank. Bleib gesund. Dankeschön. Bleib dran. Mach und lass dich von den Jungs hier nicht veräppeln. Ich gebe mir Mühe. Gut. Ich danke dir, Caro. Dankeschön. Bis bald. Ja, Edgar Fleuschter, langjähriger Trainer hier in Bad Kissingen mit einer sehr, sehr erfolgreichen Boxabteilung und auch gut besuchten Trainingsabteilung.
Das war, so viel habe ich beim Boxentraining, wo ich vorher woanders geschaut habe, noch nie gesehen. Und du hast noch gesagt, es fehlen noch haufenweise. Ja, das stimmt. Haben ein paar gefehlt heute. Du hast das alles von null aufgebaut hier, ne? Ja, es gab mal einen Boxclub hier, der war aber zu Ende. Und es gab auch einen Trainer früher, der hat ein Training geleitet. Aber dann habe ich das übernommen und habe mit 2 Leuten angefangen. Eine Woche später waren es 4. Und nach 3 Monaten waren es 40. Und so hat sich das entwickelt. Jetzt zurzeit haben wir 120 Mitglieder, 17 Aktive, die also Boxpässe haben, auch in den Ring steigen können, und 5 neue Leute, die die Woche einen Pass beantragt haben. Und ihr habt auch Frauen. Heute haben wir die Caro gesehen, aber es sind noch mehr da, die heute nicht da sein konnten. Also ihr seid wirklich eine sehr aktive Boxabteilung, und ich nehme an, dass vieles an dir hängt, ne? Das ganze Organisatorische, das ganze Zusammenhalten, die Kommunikation mit den Leuten. Hängt wohl alles an dir, nehme ich mal an. Das ist richtig. Ich bin auch jetzt auf der Suche, dass jemand sich bereit erklärt, eine Trainerlizenz zu machen. Ja. Weil ich werde in 2 Monaten 70. Ich wollte eigentlich auch mal mein Rentner-Dasein etwas mehr genießen, weil ich bin ja für alles zuständig. Ich fahre überall mit hin und durch ganz Deutschland, und es ist mir manchmal doch etwas zu viel. Ja, wir haben uns schon öfters gesehen bei Meisterschaften, bei fränkischen Meisterschaften, bei Boxveranstaltungen, Kiljani-Boxen. Und das ist mir halt aufgefallen, dass du also mit Leib und Seele und mit Herz und Verstand wirklich die ganze Zeit dabei bist, und das natürlich auch immer wieder höchste Anspannung bedeutet. Wie kommst du denn danach runter, und welche Entspannungstechniken hast du dir dabei gebracht? Also erstmal muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme ja ursprünglich aus Frankfurt und habe nach meiner aktiven Laufzeit die Trainerlizenz gemacht und hatte in Frankfurt super gute Leute, die mich ausgebildet haben, die auch Nationalmannschaftsboxer waren. Peter Hussing dabei, der ist auch namentlich bekannt. Ja. Und das waren einfach immer tolle Leute, und die haben mir viel beigebracht. Und ich versuche das halt auch so umzusetzen für mich. Wie ich runterkomme, ich weiß es manchmal selber nicht. Ich bin immer froh nach der Veranstaltung, wenn die Jungs sich nicht verletzt haben. Das ist mir ganz wichtig, dass sie alle gesund sind. Wir sitzen immer noch zusammen, essen und trinken was. Dann fahre ich sie nach Hause, oder ich werde manchmal auch mitgenommen. Und dann ist das für mich eigentlich runterfahren. Und wenn es dann ganz schlimm ist, was ich immer mache, ich habe einen jungen Schäferhund. Okay. Ich gehe eine Stunde durch den Wald, singe ein bisschen vor mich hin. Ja. Und dann wird das schon. Ich sollte mir eigentlich einen Boxer zulegen. aber ich bin nun mal seit 60 Jahren Schäferhundfreund. Was hast denn du denn noch für Ziele im Boxen die nächste Zeit, solange wie du noch fit bist? Ja, Ziele gibt es ja nach oben, gibt es ja keine Grenzen. Das sind aber im Rahmen der Sportförderung Grenzen gesetzt, im Rahmen der Finanzierung Grenzen gesetzt, auch der Unterstützung, auch was leider nicht möglich ist durch den Hauptverein. Es ist schon sehr schwierig. Ich würde gerne auch ins Ausland fahren und so weiter, aber es muss ja bezahlt werden. Und es gibt halt leider meine Pension, die nicht schlecht ist, aber nicht her, dass ich so viel da investieren kann. Aber weil die Möglichkeiten zumindest, was die Ausbildung betrifft, was dein Wissen, was dein Können betrifft, und du immer wieder ja auch deutsche Meister ausbildest, Frankenmeister ausbildest, immer wieder Gewinner ausbildest, frustriert dich das dann so ein bisschen, dass da für dich die Grenze erreicht ist? Ja, die Grenze ist jetzt auch schon wirklich erreicht, auch von dem, was ich den Jungs beibringen kann. Die haben teilweise ein Level, den ich als aktiver Boxer selber nicht hatte. Okay. Und es ist dann schon sehr schwierig. Ich lese im Internet, ich mache mich schlau, ich rede mit anderen Trainern, welche Möglichkeiten es gibt. Aber es scheint wohl zu funktionieren, das Miteinander auch, dass unsere Jungs ja zu den Landeskadern gehen, beim Landestrainer mit trainieren, Vorbereitung für die Meisterschaften, die sehr professionell sind. Und diese Mischung, denke ich, macht's. Und dass meine Person ist halt so, ich bin immer dabei, ich stehe ihnen immer zur Seite, ob sie gewinnen, verlieren, fröhlich sind, ob sie traurig sind, ich bin immer für sie da, und das macht eigentlich viel der Sache aus. In diesem Sinne sage ich mal im Namen der Boxer und Boxerinnen in Bad Kissingen und hier in Unterfranken ganz, ganz vielen Dank für deine Arbeit, für dein Engagement und für dein Herzblut, was du da reinsteckst. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin dabei bleibt, dass du viel davon auch wieder zurückerhältst von deinen Leuten. Danke, Peter, auch danke, dass wir uns kennengelernt haben. Danke für deine professionelle Filmarbeit, die wirklich toll ist.
Und ich werde meine Lizenz nächstes Jahr nochmal verlängern, das sind 4 Jahre, aber danach ist definitiv Schluss. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in diesen 4 Jahren noch öfters wieder. Das hoffe ich gern. Ich danke dir, Edgar. Danke. War eine Freude, heute hier zu sein. Ich danke. We'll be right back.
den Ring abbauen anfangen, dann machen wir eine Abschlussgymnastik und Dehnübung. Wie lange seid ihr schon dabei? Nicht so lange. Ich hab's gehört, ja. Hallo? Aber ihr wollt's lernen? Ja. Und warum? Weil es Spaß macht. Ja, das stimmt.